Mahlzeit Leute, ich bin's wieder, euer Matrix. Und heute gibt's das zweite Frage-Antwort-Video. Ja, Fragen, die heute vielleicht nicht beantwortet werden, wurden schon beantwortet. Das heißt, ich hatte schon mal ein Video gemacht. Einfach mal auf den Kanal gucken, da gibt's auf jeden Fall schon ein Video. Des Weiteren habe ich gerade den Vlog, beziehungsweise das Video zu Cottbus geschnitten. Ich war das Wochenende in Cottbus mit Koma Kasper, Till Sitter, Elektrosalat und vielen anderen. War eine coole Veranstaltung, das Video dazu, ja, ist das Video davor. Könnt ihr auch mal abchecken, würde mich freuen. Ja, was haben wir heute geplant? Wie gesagt, das zweite Frage-Antwort-Video. Ihr konntet mir Fragen stellen, ich habe gefragt, beziehungsweise wollte, dass ihr mir Fragen stellt. Das habt ihr getan. Damit das nicht so ganz eintönig und langweilig wird, habe ich, ja, ein kleines Let's String draus gemacht. Ich war in einem Supermarkt und habe ja, Getränke geholt, die ich eigentlich für üblich nicht so trinke und auch nicht so kenne. Die zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, das sind die Getränke. Wie gesagt, einiges sagt mir was, aber das meiste kann ich überhaupt nicht. Und ja, ich habe auf jeden Fall Durst mitgebracht. Und ich versuche nach jeder Frage ein Getränk zu öffnen bzw. zu verköstigen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Wann kommt was Neues? Wann kommt was Neues? Ja, ich bin gerade dran für 2019 viel neues Live-Material zu machen. Neue Sets und ja, sobald ich da ein bisschen was zusammen habe und ein paar Mal live gespielt habe, wird auch neues Material den Weg zu YouTube finden. Wir fangen einfach mal an mit Focus Sunkiss Tropical. Ich bin gespannt. Ich glaube, das schaffe ich jetzt gar nicht, aber gut. Ach ja. Ja, Sunkiss Tropical. Ja, Tropical ist es nicht wirklich, schmeckt mehr nach Zuckerwasser. Ja, mit Zucker und Süßungsmitteln ist auf jeden Fall versorgt. Ja, kann man trinken, muss man jetzt aber nicht. Nächste Frage. Dieses Jahr wieder auf dem Hellfestival. Ja, Hellfestival war ich vorletztes Jahr, letztes Jahr. Es ist nicht auszuschließen, dass ich auch dieses Jahr dabei bin. Ja, Infos dazu habe ich noch keine exakten. Und da wir gerade bei Sunkist waren, haben wir nochmal Sunkist Summer Fruits. Ja. Prost! Oh! Oh! Ja, das muss ich bemerken, das schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Gefällt mir, ist auf jeden Fall mein Ding. Deine Ziele für das Jahr 2019? Ja, meine Ziele für das Jahr 2019. Im Idealfall kommt ein weiteres Album dieses Jahr. Schmeckt gut, ne? Das schmeckt wie Ravi Bubble. Ich werde richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, im Idealfall kommt ein neues Album dieses Jahr. Geplant ist auch mal ein Musikvideo. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal mit ein, zwei Zuschauern, wie ihr ja wisst. Musikvideo ist auch geplant. Und ja, so ein, zwei Musikvideos, neues Album und auf jeden Fall ganz viel neues Live-Material. Ganz viel neues Live-Material. Ja. Ja, die Kamerafrau musste rülpsen. Bei der zweiten Dose. Ja, ganz viel neues Live-Material. Und ja, ich werde jetzt mal... Das sieht echt gut aus hier. Den Taisho Blatt 80 Milligramm Koffein. Davon werde ich nicht viel nehmen, weil... ja. Wird man nicht... man sieht es bestimmt.
Ja. Aus Bio-Zutaten. Leck mich aber. Das ist scheiße. Das ist nichts, Leute. Tai Chi, Tai Chi, oh, free. Das schmeckt wie Furz früher als 7, Alter. Pfui. Ja, das. Genau. Ich hab mal Kräutertee gekocht und der stand eine Woche in der Sonne. Und so schmeckt das. Das hat auch geprickelt. Kräutertee eine Woche in der Sonne, genauso schmeckt Tai Chi. Nee, Tai Chi. Nicht kaufen, Leute. Egal, ich muss da durch. Nächste Frage. Möchtest du Tech für immer auf YouTube machen? Wie ihr gerade seht, mache ich nicht nur Tech auf YouTube. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Spaß daran, Real-Life-Videos zu drehen, euch mitzunehmen oder halt ekelhafte Getränke zu verköstigen, damit ihr diese Scheiße nicht kaufen müsst. Aber musikalisch wird es bei Tech bleiben. Ja, natürlich. Es gibt vielleicht mal andere Elemente, Drum-Bass-Elemente oder... Also Drum-Bass-Elemente oder mal Dubstep-Elemente, aber Tech bleibt Tech bei mir. So wie es immer war, so wird es auch bleiben. Okay. Ich kann jetzt schon nicht mehr, Leute. Aber ich fange mit was an, was nicht wehtun kann. Das ist einmal die Sunkist. Ja, Sunkist, Lemon und Lime. Das ist leer. Ja, das war echt gut, das hätte ich auch getrunken. Ja, Sunkist, Lemon and Lime, Prost. Ja, etwas bitter, sehr zitronig, aber im Prinzip nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt noch... geht aber. Nee, das geht gar nicht. Ich finde es gut. Oh, das hat 1, 2, 3, 4, 5... Wir haben noch 8 Getränke, ich werde vielleicht nicht alle machen, weil hier sind von den 8 Getränken sind 4 oder 5 Energies. Nächste Frage. Wann kommst du wieder ins Zielwerk? Wann komme ich wieder ins Zielwerk? Ich werde auf jeden Fall ins Zielwerk kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann auch nicht sagen wann, aber ich werde... Ich kann auch nicht sagen wann, aber ich werde auf jeden Fall bald wieder im Zielwerk sein. Ja, Sunkist haben wir jetzt auf jeden Fall schon 3 Dosen aufgemacht. Ich habe jetzt noch einen. Wir nehmen mal was anderes. Wir nehmen mal ein russisches Kultgetränk. Ich habe über 8 eigene russische Wurzeln. Dürfte schmecken, oder auch nicht. Ich verstehe kein Wort, was hier drauf steht. Aber auf jeden Fall ein russisches Kultgetränk mit Waldmeistergeschmack. Wir testen es einfach mal an. Aber, Flüssigkeit ist auf jeden Fall auch grün. Oh, Leute. Kostet mal, das ist irgendwie. Das schmeckt wie Hustensaft. Also, das schmeckt auf jeden Fall wie Hustensaft mit Kohlensäure. Sieht aus wie Fit, schmeckt auch so. Jungs, da gehen die Euros flöten, da muss ich erst mit die Monetarisierung nach oben schrauben, ey. Das ist, ja, so viel Miese gemacht mit dem Scheiß. Ich habe schon die Trankenbonbons, die waren übel abartig. Auf jeden Fall, nächste Frage bitte an meine Assistentin, die jetzt schon nicht mehr kann. Wann spielst du mit der Community Games? Ja, ah ja, genau. Hatte ich angekündigt beim letzten Frage-Antwort-Video. Ist auf jeden Fall nicht vom Tisch. Im Idealfall... wird es dieses Jahr ein Event geben, wo wir uns persönlich vor Ort treffen. Ja, wo wir uns persönlich vor Ort treffen und da zusammen zocken werden. Es sei denn, es wird konsolenbasiert ein Spiel bald kommen oder geben, wo mehr als 5, 6, 7 Leute mitspielen können, was ich nicht glaube. Deswegen kommen wir um LAN-Event nicht rum. Deswegen werden wir auf jeden Fall ein LAN-Event... Entschuldigung. LAN-Event organisieren. Ja, weitere Infos dazu gibt es
im Laufe des Jahres. Und ich habe jetzt, oh gut, die Qual der Wahl, Tantrum. Tantrum habe ich zweimal. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal Tantrum. Tantrum, Lemongrass. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Lemongrass, aber ich bin nicht so der Fan von Energy Drinks. Ich glaube, die Nacht wird durchgemacht, wenn das so weitergeht. Ja. Geruchlich neutral auf jeden Fall. Oh doch, ziemlich geil, ziemlich gut. An alle Fanta-Fans, es geht echt in die Fanta-Richtung. Nur als Energy Drink und es schmeckt null Energy raus irgendwie. Das schmeckt wie eine normale Limonade. Und das ist eine Energy-Limonade. Sauer. Aber geil, echt geil. Ja, haben wir denn noch eine Frage da? Eins, zwei. Wohnst du jetzt in Leipzig? Nein, ich wohne noch nicht in Leipzig. Habe allerdings einen Vertrag für Leipzig unterschrieben, für ein Objekt, für ein Gebäude, für ein Apartment, für ein Schloss. Nee, Spaß. Auf jeden Fall habe ich was für Leipzig unterschrieben. Und werde bald, ja, Leipziger sein. Was passt zu Leipzig? Sternburg haben wir nicht da. Was nehmen wir dann mal? Ich glaube, Monster Energy mache ich jetzt nicht auf. Tantrum haben wir gerade. Ja, hier ist noch so eine süße Sunkist. Eine Sunkist. Ich habe mir sagen lassen, Sunkist ist eigentlich die amerikanische Fanta. Wobei Fanta ja eigentlich amerikanisch ist. Na egal. Ja, gut informiert. Auf jeden Fall Lemon. Dreimal klopfen, wir wissen Bescheid. Also auf jeden Fall sehr frisch. Ist die bessere Fanta, würde ich sogar sagen. Fanta Lemon, nicht so süß. Kann man auf jeden Fall trinken. Ja, ich habe jetzt noch auf jeden Fall 5 Getränke hier, 4 davon sind Energy Drinks. Die Energy Drinks, denke ich mal, lasse ich erstmal zu. Aber ich habe noch ein Sommerspy. Noch eine Frage. Oder Sommerspy. Und noch eine Frage, dann passt das ja. Auf jeden Fall eine Frage noch, dann gibt es das Getränk. Ja, die Frage wäre: Hättest du was in deinem Leben anders gemacht, wenn du die Chance hättest, noch einmal einen bestimmten Punkt in deinem Leben zurückzugehen? Ja, ich würde sagen, die tiefsinnigste Frage zuletzt. Hätte ich was anders gemacht? Standpunkt musikalisch, Karriere, YouTube, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ich hätte, glaube ich, in der Schule vielleicht noch ein bisschen mehr aufgepasst. Aber grenzenlose Macht für Hauptschulabbrecher. Nee, Spaß. Ja, ich habe einen Abschluss. Ich habe auch einen nicht schlechten Abschluss, aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Und man hätte sich für die Zukunft etwas mehr absichern können. Aber ja, solange man halt sich auf den Arsch setzt und selber die Kurve kratzt und sich, ja, was tut für seinen Lebensunterhalt, dann ist das eigentlich okay. Ansonsten, was hätte ich anders gemacht? Vielleicht ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet in den letzten Jahren, aber da sind wir auf jeden Fall dran. Also es gibt eigentlich nichts, wo man sagen kann, es ist zu spät dafür und nö. Eigentlich bin ich soweit ziemlich zufrieden. Vielleicht hätte ich ein, zwei Personen nicht gerne, beziehungsweise ein, zwei Personen hätte ich von vornherein gerne nicht kennengelernt. Wie gesagt, wir haben hier noch Sommerspy Blackberry. Das klingt echt vielversprechend. Ich hoffe, das schmeckt. Wenn es schmeckt, esse ich das mit euch. Willst du vorher kosten, bevor ich extra? Ja, ich habe auch keine Bauchschmerzen. Ja, ich auch. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch 4-5 auf den Dosen. Da muss noch einiges weg von. Ist geil, oder? Das ist mit Alkohol. Ne. Echt jetzt? Oh! Alter, geil! Ey, Leute! Was? Es ist so eine Art Apfelwein, sehe ich hier gerade. Jedenfalls steht das auf Englisch drauf und mein Englisch ist gut.
Aber nicht das Beste, wo wir gerade bei den Sachen werden. Was wollte ich ändern? Perfektes Englisch lernen. Nee, Spaß auf jeden Fall. Sommerspy Blackberry. Ist so eine Art Wein, Apfelwein, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Upsi. Ja, 4,5%. Das gönne ich mir jetzt. Die letzte Flasche für euch. Und ja, was bleibt als Schlusswort noch zu sagen? Ja. Wie gesagt, wenn eure Fragen nicht dabei waren, wurden sie schon in dem Video vorher beantwortet. Einfach mal auf dem Kanal gucken. Des Weiteren gibt es bald ein ganz großes Gewinnspiel. Was heißt großes Gewinnspiel? Ich hatte schon mal was verlost zu Weihnachten. Es wird wieder, ich glaube, ein Top ist dabei, ein Pullover ist dabei, Luft ist dabei, ganz viele Aufkleber ist dabei, sind dabei. Ja, und dann gibt es noch was Elektronisches, was jenseits der 100-Euro-Marke ist, zu verlosen. Für den ersten Platz. Deswegen jetzt abonnieren und ja, auf jeden Fall dranbleiben. Das Gewinnspiel wird es demnächst geben. Und ja, das soll auch das Schlusswort gewesen sein. Dankeschön an alle, die zahlreich zu meinen Geeks erscheinen, mich abonniert haben, mich auf Instagram abonniert haben, meine Musik gehört. Ihr wisst schon, die hier geht auf euch. Die machen wir jetzt mal leer. Somit bin ich raus, euer Matrix. Bis zum nächsten Mal.